Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von K-Manufaktur, beziehungsweise die erste Folge. Das Spiel ist seit dem 1. August 2024 jetzt rausgekommen. Wir hatten das eigentlich mal in der Demo gespielt, Björn und ich. Björn hatte da, glaube ich, auch ein oder zwei Folgen mal gemacht, kam relativ gut an. Jetzt hatten Björn und ich mal gesprochen miteinander und gesagt so, hey, hättest du nicht Lust, das Spiel zu spielen? Habe ich gesagt, klar, ich guck's mir gerne noch einmal an und würde da mit euch dann einmal reingehen wollen. Ja, die Folgenzeit habe ich jetzt erstmal so auf 20, 25 Minuten gestellt, je nachdem, wie das hier immer ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt in Artikeln oder beziehungsweise in Episoden unterteilt ist. Aber naja, schauen wir uns an. Wir starten 1885, können pleite gehen. Den Technologiebaum haben wir freigeschaltet. Unser Firmenname heißt Chrysler. Und wir starten in Indianapolis und gehen dann einmal rein. Genau, und sind hier wieder auf unserem standardmäßigen Fabrikgelände, wo wir dann erstmal uns ein bisschen Platz machen, würde ich sagen. So, das sollte erstmal reichen. Dann würde ich sagen, bauen wir uns schon mal einen Verkaufsraum. So, 4 Verkaufsräume würde ich sagen. Kann ich die drehen? Ah, okay. Z und X zum Drehen. Dann baue ich 3 Sofas für Wartende rein. Dann würde ich sagen, bauen wir hier dann erstmal die Produktion hin. So, dann brauchen wir ein Tor. Oder war das jetzt falsch rum? Ah, okay, das Band ist wahrscheinlich nicht angeschlossen. Moment. Das löschen. Ich will das Band nicht ziehen, ich will das eigentlich löschen. So, erstmal Pause machen. Moment. Wie kann ich das löschen? Zerstören. Oh, toll. Jetzt habe ich das komplette Haus abgerissen. Moment, kriegen wir das nochmal? Nee, natürlich nicht. Aber wieso kann ich denn das Förderband nicht abreißen? Jetzt. So. Also machen wir das Ganze nochmal.
Bauen wir uns jeweils immer zwei Stationen ein, würde ich sagen. Dann erstmal vier Montagelinien. Ich hoffe, das passt jetzt, wie ich das haben will. Genau, dann brauchen die natürlich hier ein bisschen ja, das Lager für die Teile als auch Werkzeug. Das stellen wir denen natürlich zur Verfügung. Ach so, ich habe nicht genug Guthaben. Oh. Oh, bin ich jetzt schon pleite? Habe ich jetzt schon zu groß angefangen? Oh, ich glaube, ich habe zu groß angefangen. Müssen wir uns gerade mal ein Darlehen aufnehmen. Das wäre jetzt natürlich richtig mies. Dann sollten wir, glaube ich, auch mal anfangen. Achso, und Parkplätze brauche ich noch. Wo die fertigen Autos dann erstmal hinfahren können. So, dann sollen sie die da erstmal abstellen. Dann stellen wir Leute natürlich ein. Ein Verkäufer sollte erstmal reichen. Entwicklung mache ich gerade gar nichts. So, das haben wir. Das haben wir auch. Dann hier auf Start. Ja, keine Ressourcen. Ja, das weiß ich auch. Moment. Da stellen wir die drei Leute hin. Automodell habe ich auswählen. Genau, da kommen schon mal unsere Mitarbeiter. Ach Quatsch. So. Wie kann ich das nochmal bestellen? Moment. Nee, sowas nicht. Fließband, Speicher. Muss ich da gerade einmal nachgucken. Ach so, okay, ich soll da genau klicken. So. Hatten wir ja gebaut.
Okay, jetzt haben wir's. Das war dann mein Fehler. Stellen wir denen das hier alles erstmal zur Verfügung. So, und jetzt dürften sie nämlich auch anfangen, die Fahrzeuge zu bauen. Sofern jetzt gleich die Ware da ist. Genau, und dann geht's dann nämlich auch schon los mit den Fahrzeuge, mit der Fahrzeugherstellung. Ich merke aber jetzt schon, wie wir wieder gleich ins Minus rutschen werden, was das Geld angeht. So, 324 Euro für so ein Fahrzeug, das wird ja wohl in Ordnung sein. Machen wir das hier auch und dann soll... Moment, dann ziehen wir hier mal einen Mitarbeiter von ab, setzen hier einen rein, dann holen wir uns noch einen Mitarbeiter. Okay, kann ich keinen mehr mieten? Ah, okay, ja gut, wenn ich im Minus bin, dann kann ich auch keine Löhne bezahlen, na klar, macht Sinn. Ah, okay, und da sind wir im ersten Spiel auch schon Konkurs gegangen, da wollte ich zu schnell zu viel. Dann machen wir das Ganze nochmal. Technologiebaum schalten wir wieder mit ein. So, okay, dann machen wir das jetzt folgendermaßen. Dann erstmal auf Pause. Dann tun wir hier unseren Parkplatz hin. So, dann bauen wir uns unser Produktionsgebäude. So, dann machen wir erstmal drei hin, würde ich sagen. Boah, ich könnte sogar einen Kran hinbauen. Dann würde der Kran das alles zusammenbauen. Aber das machen wir besser erstmal noch nicht. Sonst sind wir gleich wieder pleite. So, Moment. Das haben wir. Dann brauchen wir einen Verkaufsraum. Den setzen wir hier daneben, würde ich sagen. Et voilà. Bauen wir auch wieder drei hin. Boah, 250 kostet das. Ja, komm.
Ausnahmsweise nehmen wir mal mit. Ich weiß gar nicht, für was das ist. So, das haben wir. Dann nehmen wir 4. Auch 4 Packer. Ein Verkäufer. So, das haben wir, das haben wir. Dann. Haben wir das? Das haben wir. Die Tore sind offen. Haben wir noch nichts veröffentlicht? Okay, jetzt aber. So, auswählen. 2 Mitarbeiter der Linie zuweisen. Auswählen. Auch hier 2 Mitarbeiter zuweisen. Bestellungen machen. So, die Bestellungen laufen auch. Dann schalten wir das Ganze mal ein bisschen weiter nach vorne. Machen das Ganze hier auch wieder auf 324. Genau, die besorgen gerade die Teile. Das ist sehr gut. Und dann kann es hoffentlich gleich auch schon losgehen mit dem Bau. Bevor wir jetzt gleich wieder in den Konkurs rutschen. So, ja, Produktion angehalten. Nee, natürlich nicht. Jetzt aber. Ah, okay, die können sich auch für das Band die Teile aus der Mitte holen. Okay, sehr gut. Dann brauche ich nicht doch ein Lager an jeder Produktionslinie. Und dann warten wir mal darauf, dass jetzt hier die ersten Fahrzeuge rauskommen. Da ist es nämlich soweit. Die müssen jetzt eigentlich durch den Verkäufer abgeholt und zur Seite gefahren werden. Ach nee, das machen auch unsere Lagertransporteure. Und dann kann er hier gleich die ersten Kunden empfangen und die Fahrzeuge verkaufen. Sofern sich jemand für das Fahrzeug interessiert. Hä, wieso ist das noch nicht veröffentlicht? Moment. Okay, da stehen schon 4 Leute. 4 Autos. Wie komme ich denn jetzt auf 4 Leute? Wo ist denn unser Verkäufer? So, die Fahrzeuge werden entwickelt, aber warum werden die nicht verkauft? Das ist eine gute Frage. Diese Steuerung ist
auch irgendwie noch gewöhnungsbedürftig. Wie kriege ich den da wieder raus? Ah, okay, hier ist der Technologiebaum. So, die stellen fleißig her. Da sind gleich alle Plätze voll und verkauft habe ich immer noch nichts. Gut, ich schaue mir das einmal an, wie wir die Fahrzeuge verkaufen, weil dann soll es das für diese Folge auch erstmal schon gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Daumen nach oben da lasst, mir den holprigen Start verzeiht und beim nächsten Mal mit dabei seid. Bis dahin, euch eine gute Zeit, bleibt gesund, ich bin raus.